Martina, wir wollen zusammen über Jana Tscherna so ein bisschen ins Gespräch kommen. Du bist ja freischaffende Autorin und übersetzt Texte aus dem Tschechischen und aus dem Slowakischen ins Deutsche. Wie bist denn du im Zuge deiner Tätigkeit auf Jana Tscherna aufmerksam geworden? Also wie ist es auch zu der Entscheidung gekommen, ihre Texte zu übersetzen und ja, diesen kleinen Sammelband zu veröffentlichen? Das ist eine sehr lange Geschichte. Ich versuche mich kurz zu fassen. Es ist so, dass ich ihre Mutter schon sehr, sehr lange kannte. Ihre Mutter ist zumindest in Tschechien sehr bekannt. Das ist die Journalistin Milena Jesenská, die, glaube ich, hierzulande hauptsächlich als die Adressatin der Briefe von Franz Kafka, der Briefe an Milena bekannt ist. Aber mittlerweile sind auch hier etliche Texte von Milena Jesenská, also ihre journalistischen Texte, bekannt und übersetzt worden. Und über sie kam ich tatsächlich auf ihre Tochter Jana Tscherna, von der ich lange nicht wusste, dass es die überhaupt gab. Und ich glaube, ich bin damals durch einen Freund von mir, der Literaturwissenschaftler ist, auf sie aufmerksam geworden. Und er hat dann am Ende auch das Nachwort zu diesem Band geschrieben. Und das war dann, glaube ich, so Anfang der 2010er Jahre irgendwann. Wir haben am Ende noch zwei Theaterstücke gemeinsam gemacht, wo es um das Leben von Milena Jesenská und ihrer Tochter Jana Tscherna ging. Und da habe ich angefangen, eben im Zuge dessen die ersten Texte für diese Theaterproduktion zu übersetzen und habe dann irgendwann alles gelesen, was es über sie und von ihr zu lesen gab. Das war dann nicht allzu viel. Irgendwann wurde es mehr. Dann ist tatsächlich 2016 ist in Tschechien von einer polnischen Bohemistin, die in Prag lebt, ihr gesamtes Werk erschienen, eine Neuausgabe oder eine Erstausgabe teilweise, weil nicht alles ist bis dahin überhaupt erschienen. Es gab dann auch eine Konferenz, an der ich teilnahm als Übersetzerin, wo es eben auch um den Mythos Jana Tscherna ging, die ist eine schon legendäre Person oder Persönlichkeit des ersten Undergrounds der 50er Jahre in der Tschechoslowakei gewesen. Genau, und so kam das einen zum anderen, dass ich dann sehr gerne mit den Texten weiterarbeiten wollte. Und dann hat es auch noch ein paar Jahre gedauert, bis ich den Verlag gefunden habe und bis dann die erste Auswahl an Texten erschienen ist. Das war jetzt quasi Anfang des Jahres ist das Buch rausgekommen mit einigen ihrer Texte, hauptsächlich Gedichte und Kurzprosa aus dieser ersten Phase, für die sie eigentlich so als Legende bekannt ist in den 50er Jahren. Aber ergänzt noch um spätere Texte, die so also Reportagen, die sie aus dem Gefängnis oder nach ihrem Aufenthalt im Gefängnis Ende der 60er Jahre geschrieben hat. Jetzt hast du so einen Mythos Tscherna auch erwähnt. Vielleicht können wir sozusagen uns im Gespräch so ein bisschen durch diesen Mythos durchfitzen. Und wenn wir auf ihr Leben blicken, ist ja erstmal, sie ist 1928 in Prag geboren. Du hast ihre Mutter erwähnt. Vielleicht können wir darüber auch weitersprechen, nämlich aus was für Verhältnissen sie gekommen ist, wie sie auch durch ihre Herkunft, ihre Familie geprägt worden ist. Genau, also sie ist in einer sehr, sehr bekannte Familie letztlich geboren worden. Ihr Großvater, der Vater von Milena Jesenská, war ein sehr bekannter und anerkannter in der Gesellschaft Zahnmedizinprofessor, und es ist eine Familie, deren Familiengeschichte sehr weit in die Vergangenheit reicht, also so eine patrizien-bourgeoise Familie, könnte man sagen. Gleichzeitig war Milena Jesenská, also ihre Mutter, eine Person, die auch in diesen so Avantgardenkreisen sich bewegt hat und hat dann den Vater von Jana Tscherna geheiratet. Unter anderem, das war Jan Kreta, ein surrealistischer, avantgardistischer Architekt. Die Ehe hielt zwar nicht lange, aber das sind so, das ist so das so linksintellektuelle Milieu der 20er, 30er Jahre, würde ich sagen, wenn man da so auf ein paar Begriffe runterbricht, wo sie hineingeboren ist, wo sie auch als junges Mädchen aufgewachsen ist. Sie ist dann tatsächlich, also einerseits sehr belesen, ne, diese ganze bekannt mit den französischen Surrealisten, alles, was dann zu, genau, das große Bibliotheken, alle bekannten Namen, mit denen war ihre Mutter bekannt und die kannte sie als kleines Kind. Gleichzeitig ist sie auch in einer sehr bewegten Zeit und ich würde sagen, emotional vielleicht und sozial auch in sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, denn ihre Eltern kamen relativ bald dann sind dann auseinandergegangen und ihre Mutter wurde dann, als Jana Tschirner ungefähr 11 Jahre alt war, von der Gestapo verhaftet für ihre Untergrundtätigkeit, und seitdem haben die beiden sich gar nicht, also nicht wieder gesehen, weil die Milena Jesenská erstmal aus dem Gestapo-Gefängnis in Dresden dann nach Ravensbrück kam, wo sie 1945 umgebracht wurde oder 1944
starb und so ist sie quasi ohne Eltern aufgewachsen. Ihr Vater war dann in der Emigration als Halbjude und kam dann kurz nach dem Krieg wieder, ist dann wieder in die Emigration und gegangen und starb. Sie ist so in dieser sehr prägenden Zeit als junges Mädchen dann aufgewachsen, zeitweise bei ihrem Großvater, wo das Verhältnis nicht so gut war, und zeitweise bei etlichen Freunden ihrer Mutter, und ist so gependelt von hier nach dort. Und kurz nach dem Krieg, als nicht mal 20-Jährige, ist sie quasi ganz alleine auf sich gestellt geblieben. Der Großvater ist gestorben, der Vater ist gestorben, die Mutter war schon tot. Genau, das ist so die Lebensgeschichte, ganz kurz. Und gleichzeitig kannte sie aber alle und jeden und konnte auf so ein Netzwerk zurückgreifen. Zumindest bewegte sich da ziemlich gut. Allerdings kam dann 1948 nach der Machtübernahme der Kommunisten, dem kommunistischen Putsch, noch eine Welle der Repression. Und man kann da auch von dem tschechoslowakischen Stalinismus sprechen. Und dann, genau, verschwand sie wieder auch aus der Oberfläche letztlich, wurde in den Underground mehr oder weniger auch gezwungen, weil auch ihre beiden Eltern dann nach 48 zu den Personen gehörten, über die man öffentlich nicht sprechen durfte. Das ist, glaube ich, auch ein Teil dessen, was dann zu der Entstehung des Mythos dann beigetragen haben. Also das klingt nach einer sehr bewegten Familiengeschichte, wo ja auch eben sozusagen die ja entscheidenden historischen Stränge des 20. Jahrhunderts auf gewisse Weise zusammenkommen. Jetzt hast du gesagt, sie war eben Teil dieses ersten tschechoslowakischen Underground in den 50er Jahren, ist da eine wichtige Figur dieses literarischen Underground geworden. Sie war ja auch zeitweise zusammen mit Egon Bondi, der ebenfalls wichtig gewesen ist für diese literarische Szene. Und im Ankündigungstext zu deiner Lesung sind dann ja so verschiedene Schlagworte zu lesen, die diese verschiedenen Strömungen beschreiben, die da eine Rolle gespielt haben. Also Surrealismus, totaler Realismus, Zivilismus, peinliche Poesie. Wie würdest du denn insgesamt diese Bohème- und Literaturszene beschreiben? Also was hat diese Szene mit diesen verschiedenen Schlagwörtern denn ausgemacht? Es ist, glaube ich, auch ein Thema, über das man, glaube ich, Konferenzen abhalten kann, weil schon der Begriff Underground ist sehr umstritten teilweise, weil der so ein bisschen durch dieses amerikanische dann, oder ja genau, ein bisschen so klingt, als würde es sich da Ähnlichkeiten geben mit so westeuropäischen Jugendsubkulturen geben. Deswegen wird teilweise dafür auch tatsächlich der Begriff Untergrund bewusst eingesetzt, weil das da nicht darum ging, so eine Kultur im Dialog, im Widerspruch zu der offiziellen Kultur zu pflegen, sondern wirklich eine Kultur, die in den 50er Jahren auch davon geprägt war, dass nichts möglich war und dass enorme Repressalien da waren und teilweise auch Menschen aus diesem Umkreis, mit denen Jana Tschirna zumindest als Kind auch und Jugendliche bekannt war, Savish Kalandra oder Karel Teige, so wichtige Persönlichkeiten des Surrealismus und der linken Szene 30er Jahre, die dann in den 50er Jahren, also Savish Kalandra ermordet wurde in so einem Schauprozess und Teige starb am Herzinfarkt kurz davor. Also das ist auch geprägt mit einer richtigen, also wie sagen, mit einer sehr, sehr krassen Repression, so dass sich wirklich alles im Untergrund abspielte und die Gruppen auch teilweise unter sich verkehrten. Und deswegen ist da, glaube ich, sehr viel Mythologie entstanden, weil teilweise die Texte erst nach 1990 soweit erhalten, nach irgendwie publiziert werden konnten. Vieles ist verschollen, vieles ist in irgendwelchen Stasi-Akten erhalten geblieben vielleicht. Genau, aber zu deiner Frage nach dem Stil, also Jana Tschirna war auch jemand, der zu dieser Gruppe um Egon Bondi damals, die sie bekannt gemacht hat mit Dalí, und hat dann auch in den 50er Jahren mit den anderen zusammen so einige von den Methoden verfolgt. Also sie hat einige Texte nach dieser paranoisch-kritischen Methode von Dalí geschrieben. Die hat sie auch durch Karel Teige, das war eine wichtige Persönlichkeit schon vor dem Krieg des tschechischen Surrealismus, das war, glaube ich, ihr Patenonkel sogar, oder irgendwie war der da mit der Familie sehr eng verbunden, durch den kam sie zu Surrealismus. Aus dieser Strömung wurde dann von Egon Bondi später auch vielleicht als Antwort auf den sozialistischen Realismus so ein neuer Stil, den totalen Realismus genannt hat, und peinliche Poesie. Es ging tatsächlich um eine sehr auch provozierende, einfach ist vielleicht nicht das Richtige, provozierende Sprache, der sich auch
Jana Tscherner durchaus bediente, was sie wiederum zu so einer Legende machte, weil sie in dieser Zeit sehr explizite sexuelle Texte geschrieben hat und auch vielleicht auch sich des Obszönen als ästhetisches Mittel bedient hatte, wo es tatsächlich teilweise darum ging, die Sprache zu Enttabuisierung, aber auch als eine ästhetische Reaktion auf diese Repressalien, die natürlich auch sehr eng vorgeschrieben haben, wie man sich in der Kultur und in der Literatur äußern soll. Genau, und vielleicht ist es so eine Mischung aus Protest und Spiel und dass da, genau, das dazu führte, dass da diese einzelnen Strömungen oder genau dann entwickelt oder Methoden entwickelt wurde, die sie da ausprobiert haben. Also es ist um diese Gruppe von Bondi und Tscherner ist auch eine Edition, Mitternacht-Edition Pulnitz entstanden, die Texte in Samizdat herausgebracht haben. Aber das, wenn man von Edition spricht, man erwartet irgendwie so große Auflagen. Es waren manchmal Texte in 6, 7 Kopien, die dann unter den Leuten kursierten. Also es war wirklich underground in diesem Sinne. Genau, das wäre auch so meine nächste Frage gewesen. Also du hast jetzt gesagt, die haben in sehr geringen Auflagen eben dann nur sozusagen Texte verbreiten können. Das wäre eben die Frage, was für eine Art Öffentlichkeit konnten diese Leute, die in diesem Underground sich bewegt haben, was konnten die für eine Art von Öffentlichkeit überhaupt herstellen und wie konnten sie überhaupt dann eben auch Texte publizieren oder zugänglich machen? Genau, also in den 50er Jahren war das tatsächlich schwierig und da ist nichts offiziell erschienen, obwohl genau sie auch geschrieben haben und die, also es gibt diese Gedichte, teilweise gab es dann so eine Tauwetterperiode nach oder kurz vor 68 und um 68, sodass da es möglich war, Texte zu publizieren. Aber diese ersten Texte aus dieser Zeit, die sind tatsächlich, kursierten unter Bekannten und Freunden und die hatten keine große Öffentlichkeit gehabt in dem Sinne. Und das ist vielleicht auch der Punkt, warum man dann nicht von dieser Subkultur in dem Sinne spricht, weil es da wirklich keine Möglichkeit gab, auch irgendwie auf die offizielle Kultur zu reagieren und dem irgendwas entgegenzusetzen, weil es da auch bis auf 5 Freunde treffen sich und lesen sich gegenseitig Texte vor, nicht viel möglich war. Und auch die Vervielfältigungsmethoden oder Möglichkeiten, zu denen auch Jana Tscherner durch eben ihre Geschichte und ihre Mutter, die da auch so sich ähnlichen Methoden in den 30er, 40er Jahren bedient hatte, Zugang hatte, aber das waren keine großen Auflagen, die man da machen konnte. Jetzt hast du von diesem erzwungenen Untergrund gesprochen und man kann ja bei Jana Tscherner zumindest vielleicht auch trotzdem sagen, sie hat sich nicht abgefunden mit diesen Verhältnissen, mit diesem tschechoslowakischen Stalinismus, wie du es gesagt hast. Vielleicht hat sie gegen diese Verhältnisse auch gelebt. Zumindest beschreibst du das auch in der Einleitung zu dem Sammelband, dass sie da auch sehr konsequent gewesen ist und das hat ja auch Konsequenzen für sie gehabt. Sie hat auch ihre Gefängniserfahrungen dann literarisch beschrieben. Wie ist es denn dazu gekommen und was hat Jana Tscherner in diesem Zusammenhang erlebt? Also die Frage ist, hätte sie überhaupt eine Möglichkeit, anders zu leben durch ihre Familiengeschichte? Das ist tatsächlich, glaube ich, zu bezweifeln durch die Eltern, die schon irgendwie persona non grata waren beide. Wäre es auch sehr schwierig, was anderes zu wollen und durch ihre Prägung und eine literarische Neigung sowieso. Ich wäre ein bisschen vorsichtig in dem Sinne, dass man das zu sehr politisiert oder politisch auslegt, ihre Verweigerung. Das war vielleicht wirklich auch so ein sowas, was vielleicht auch mit der Beatniks Generation, der später zu vergleichen ist, in diesem künstlerischen Anspruch an das Leben als Kunstwerk und der absoluten Verweigerung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und man muss das auch ein bisschen tatsächlich entmythologisieren, weil die ist dann im Gefängnis gelandet, aber jetzt nicht für ihre journalistische, politische Tätigkeit vielleicht wie ihre Mutter, sondern weil sie ihre Kinder nicht versorgen konnte und vernachlässigt hat und ist tatsächlich dann später in den 60er Jahren für ein Jahr eingesperrt gewesen, weil sie sich um ihren kleinen Sohn nicht hätte kümmern können aufgrund von damaliger Drogenabhängigkeit. Genau, also es ist vielleicht auch so ein Spiel, also so da fließt einiges zusammen, die Prägung, die Familiengeschichte und auch die Zeit, in der sie lebte, dass ihr da sowieso keine Möglichkeiten richtig offen standen, sodass sie dann zumindest in dieser absoluten Verweigerung ihr Leben gelebt hat. Es gibt nämlich auch eine These von der Bohemistin, die ihr Werk dann herausgegeben hat, die meinte, weil Jana Tscherner dann kurz nach, also um so zwischen 65
1969 konnte sie einige Texte veröffentlichen, schrieb zwei Novellen oder Erzählungen und schrieb auch für einige Zeitschriften und Zeitungen und in einem ganz anderen Stil. Und da gab es auch die These, wenn das weiterhin für sie möglich gewesen wäre, vielleicht hätte sie dann eine Karriere als Journalistin, Publizistin gemacht und wäre dann nicht wieder in den Untergrund und Underground gegangen oder wie auch immer. Vielleicht können wir noch einen Blick auf die Texte, auf die literarischen Texte von Jana Czerna selber werfen. Du hast schon gesagt, es gibt eine Obszönität oder das Obszöne taucht als Motiv auf. Man kann vielleicht irgendwie sozusagen als etwas Erotisches als wiederkehrendes Motiv erkennen. Du schreibst in der Einleitung zu dem Sammelband, schreibst du auch, dass Jana Czerna so oft allerdings auch auf dieses Erotische reduziert worden ist. Wenn man das vielleicht so ein bisschen weiterfasst, könnte man ja vielleicht sagen, das ist zumindest mein Eindruck, dass es in diesen Texten von Jana Czerna, dass es da eine Faszination am Irrationalen, am Schmutzigen, am Überschwänglichen gibt. Vielleicht als Frage, würdest du das, diesen Eindruck bestätigen und wie würdest du das vielleicht weiter charakterisieren? Genau, dem kann man, glaube ich, gut zustimmen, auch weil sie sich auch für diese für Psychoanalyse sehr interessiert hat, hat Freud gelesen, Dalí gelesen, hat auch nach diesen Methoden gearbeitet. Und man kann da auch vielleicht so eine Art Ganzheitlichkeitsanspruch sehen. Also in diesem Schreiben, in diesem auch intimen, erotischen oder fast obszönen Schreiben, dass es auch darum geht, auch alle Facetten des Menschlichen zu ergreifen und nichts auszulassen. Und genau, sie wurde tatsächlich darauf sehr reduziert. Sie hat Gedichte geschrieben, es sind nicht sehr viele, die erhalten geblieben sind. Und ihre anderen publizistischen Texte oder auch Erzählungen, die haben, also da ist natürlich der Stil erkennbar, aber da benutzt sie nicht so überschwänglich solche Mittel wie Obszönität oder sowas. Aber das war natürlich sowas, was dann auch später sehr gut sich geeignet hat, um diesen Mythos Underground und Jana Czerna überhaupt weiter zu pflegen, auch nach ihrem Tod. Sie ist relativ jung, mit 51 Jahren gestorben. Und letztlich wurde dann ihre Legende auch nach ihrem Tod weiter gepflegt von den Leuten, die dann mit ihr zu tun hatten, Egon Bondi in erster Linie. Und es ist auch so eine Stilisierung in so eine Femme Fatale oder Muse, weg von der Autorin ein bisschen, was ich da sehe. Du wirst am Donnerstag, den 23. Juni, eine Lesung zu Jana Czerna halten und wirst da sozusagen verschiedene auch Texte auch vorstellen und hast aber auch jetzt für das Gespräch einen Text rausgesucht. Vielleicht kannst du kurz sagen, was du da rausgesucht hast und genau, was uns das vielleicht für einen Eindruck von Jana Czerna auch gibt. Ich habe überlegt, ich würde gerne zwei kurze Texte lesen, kein Prosa, weil das tatsächlich vielleicht zu lang ist, sondern zwei kurze Gedichte, und zwar ein Gedicht, in dem sie zusammen mit Egon Bondi unter dem Pseudonym Gala Mallarmé sich eben diese surrealistischen Methode bedient, und das ist so ein automatischer Dialog, den sie da schreiben. Das ist aus dem Sammelband Jüdischer Namen, den sie auch nicht offiziell herausgebracht haben zusammen und in dem Autorinnen alle unter jüdischen Pseudonymen veröffentlicht haben als Reaktion auf den auch staatlichen Antisemitismus der 50er Jahre in der Tschechoslowakei. Genau, das würde ich jetzt gerne lesen, diesen automatischen Dialog zwischen Gala Mallarmé und Egon Bondi. Und da sieht man auch in den Pseudonymen quasi bei Gala Mallarmé natürlich auch die Anspielung auf den Surrealismus. Wer wurde gezwungen, den Äther den Pfirsichen zu überlassen, weil sie kein Geschlecht hatten? Egon Bondi und dann die anderen Surrealisten aus guten Familien. Was braucht es für eine Revolution? Liebe Lunge, noch nie fiel dir der Beischlaf so schwer. Worin liegt der Orgasmus jedes Beischlafs? In der Wüste. Warum flackert hier der Phallus des Nachts? Zum Antworten wäre meinerseits mehr Erfahrung vonnöten. Und die Funktion der Frau? Es genügt, dass ich lebe. Ist Salvador Dali ein Träumer? Er ist Karel Teige im Trapp hinterm Dampfer des Surrealismus. Das vielleicht so als Beispiel für dieses surrealistische Schreiben. Und ich würde gerne noch ein kurzes Gedicht aus ihrer ganz kleinen Sammlung in meines Vaters Garten lesen, das ich auch sehr mag. In den Arsch heute nicht. In den Arsch heute nicht. Es tut mir weh. Und außerdem möchte ich mich vorher mit dir unterhalten, weil ich dein Intellekt schätze. Man kann von ihm annehmen, dass er ausreicht,
zum Ficken in Richtung Stratosphäre. Ja, vielleicht so. Ja, dann soweit ein Eindruck von Jana Tscherner, von Gedichten von ihr. Vielleicht das als abschließende Frage: Was wird uns denn bei der Lesung am Donnerstag erwarten? Genau, also ich würde gerne also Überblick ist ein bisschen übertrieben geben, aber ich würde gerne natürlich ein paar von diesen Gedichten und die auch genau den Mythos unterfüttern, vielleicht auf eine Art, aber dann auch ein, zwei vielleicht kurze Texte aus ihrer Zeit im Gefängnis, die von ganz anderem Stil geprägt sind, dass man so eine kleine Reise durch ihr Leben als schreibende Person erleben kann.